Beim Dreh des Westerns Rust hatte Hollywood-Star Alec Baldwin einen tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau abgegeben. Jetzt ist die Waffenmeisterin des Filmsets, Hannah Gutierrez-Reed, von einem US-Gericht der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden worden. Ihr drohen bis zu 18 Monate Haft. Das genaue Strafmaß wird noch festgelegt. Bei den Dreharbeiten in New Mexico feuerte Alec Baldwin im Oktober 2021 eine scharfe Kugel aus einem 45er Colt ab. Kamerafrau Helena Hutchins wurde tödlich getroffen. Regisseur Joel Sosa wurde durch dieselbe Kugel verletzt. Unklar ist, wie die scharfe Munition überhaupt in den Revolver gelangen konnte. Laut Staatsanwaltschaft hatte die Waffenmeisterin die mehr als 20 Waffen am Set nur schlampig beaufsichtigt und war auch nicht anwesend, als Baldwin und die Crew die Szene in der Kirche vorbereiteten. Hollywood-Star Baldwin stritt wiederholt seine Verantwortung für den Vorfall ab und betonte, er habe den Abzug nicht betätigt. Auch er muss sich ab Juli wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.